Bei wahrlich widrigsten Tennisbedingungen, nur 5 Grad stürmischer Wind, hat sich am Ende Florian Mayer durchgesetzt in einem deutsch-deutschen Duell gegen Matthias Bachinger, das Kraftpaket aus München. Es war ein Duell zweier Qualifikanten, das heißt für jeden von euch beiden heute das dritte Match innerhalb von 3 Tagen. Und ja, am Ende dann der doch deutliche Sieg. Ich denke mal, du bist überglücklich. Ja, natürlich. Ich denke, für uns beide war es eine ähnliche Situation. Wir haben beide eine lange Verletzungspause, erst das zweite Turnier. Und dann war es einfach ein bisschen blöd, dass wir gleich nach unserer erfolgreichen Qualifikation heute gegeneinander spielen mussten. Wir kennen uns sehr gut, sind befreundet und es ist immer schade dann. Aber natürlich bin ich jetzt froh, das Match gewonnen zu haben. Wie Sie schon sagten, die Bedingungen waren wirklich schwierig fürs Tennis. Aber man kann sie nicht aussuchen. Bei Wind und Wetter muss man einfach dann durch. Florian, das war vor allem auch eine beindruckende Leistung im zweiten Satz. Sie lagen 1-4 zurück und haben Nervenstärke gezeigt. Also das scheint auch vom Kopf her alles klar zu sein. Wie ist der Körper momentan? Wie ist das Gefühl, nach 8 Monaten Pause wieder dann im Matchrhythmus zu sein? Ja, das dauert natürlich, diese Matchfitness wirklich wieder hinzubekommen. Ich habe natürlich schon ganz gut Muskelkater gehabt, vor allem nach dem Match am Sonntag in der Quali, nach dem langen. Ja, aber das wird schon. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, viele Matches und dann kommt das alles. Der Gegner für Florian Mayer in der nächsten Runde ist kein geringerer als der zweifache Turniersieger Philipp Kohlschreiber, der wiederum sich mit einem gewissen Lachen darüber geäußert hat, dass Florian nun der nächste Gegner ist. Warum denn? Ja, weil wir uns über so viele Jahre kennen. Ich mich auch freue, dass er wieder zurück ist nach so vielen Verletzungsperioden, die ihn außer Gefecht gesetzt haben. Und ja, wir auch noch vor 2 Wochen hier trainiert haben. Das ist manchmal so das Schicksal. Ja? Dann spielt man 2 Wochen im Turnier gegeneinander und deswegen mit einem kleinen Schmunzeln. Du kommst aus Barcelona, bist dort bis ins Halbfinale gekommen, ausgeschieden dann gegen Rafael Nadal, der dort das Turnier gewonnen hat. Aber trotz alledem, gibt dir dieses Halbfinale Rückenwind für dieses Turnier hier? Ja, ich bin sehr zufrieden, wie ich mich jetzt mit den 2 Sandplatzturnieren, die ich hatte, mit Monte Carlo und Barcelona, wie ich da gespielt habe. Gegen 2 nicht so schlechte Spieler verloren, einmal Wawrinka, einmal Nadal. Kann sich schon sehen lassen. Halbfinale ist auch gut, hat mir auch ein bisschen Punkte gegeben für die Rangliste. Du bist der erfolgreichste Spieler bisher bei den BMW Open. Hier bist du damit auch ausgezeichnet worden. 2-mal gewonnen, 2-mal noch weiter im Finale gestanden. Im Doppel ja auch gewonnen, das ganze Turnier. War es deshalb umso schmerzlicher im vergangenen Jahr, als du gegen Andy Murray unterlegen hast, dass gerade er die Lederhose mitgenommen hat und die gilt es ja nun vielleicht hier zu behalten? Ja, wäre schön, wenn wir die Lederhosen wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Ja, er hat ja seine schottischen Röcke eigentlich immer daheim wahrscheinlich hängen. Bei uns sind es die Lederhosen. Ja, dieses Jahr geht es vielleicht wieder was zu wiederholen. Es spielt eben kein Top-Mann wie Murray mit, aber trotzdem viele gute Spieler. Philipp, vielen Dank. Viel Glück weiter im Turnier. Ja, und es bleibt spannend natürlich bei den BMW Open. Allein schon durch dieses deutsch-deutsche Aufeinandertreffen zwischen Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer dann in den nächsten Tagen.